Hallo und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Ja, eigentlich wollte ich es verhindern, aber wir müssen hier runter. Es ist toll, wie vernünftig Protagonisten in Horrorspielen immer denken. Finde ich total klasse. Ach du Scheiße, ey. Das ist ernsthaft dein Weg hier raus. Oh Mann. Ne, warte mal. Ne. Ich dachte gerade. Mein Ohr tut irgendwie weh. Ich habe gestern schon so viel aufgenommen. Natürlich. So. Mike? Seh zu! Shit. Hau ab! Shit. Sei einmal vernünftig! Oh shit! Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Ja. Allerdings. Gut, die ist dicht. Heißt, ich hab mich nicht weit, oder? Nein. Unfassbar, dass Josh tot ist. Wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was ich sage. Da hat sie sogar recht. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Ja. Den ganzen Klappen hier würde es mir auch besser gehen. Hinweis entdeckt. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ach, keine Ahnung. Vielleicht... da! Was? Ein Fenster. Ach, ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch den Schrank. Ja, weiß ich auch nicht. Was ist denn besser? Ich meine, sie hat schon recht. Wenn wir die aufbrechen, könnte das ziemlich laut werden, wenn wir Emily da durchhelfen. Vielleicht müsste doch da durchpassen, oder? Ich passe nicht durch, aber du! Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch! Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Toll. Los, mach jetzt! Dann hätte ich mich ja auch gleich dafür entscheiden können. Achso. Hier gibt's Licht. Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Du weißt, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht.
Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Kannst du springen? Ich weiß nicht. Und alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Sie hat voll die Vorschläge, ey. Kannst du springen? Aber sie will sich nicht durch ein Fenster zwängen, ne? Naja. Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Mhm. Da! Feuerwachturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Nörgel mal ein bisschen weniger. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Denn so toll sind ihre Vorschläge auch nicht. Was war das? Ist was? Emily. Was müssen wir doch tun können? Ganz Ohr. Hier gibt's so viel Schrott, du kannst aus dem Weg gehen. Da muss doch was Brauchbares dabei sein. Hä? Was war denn das jetzt? Was? Ach so. Okay. Falsch gesehen. Ja, kann ich hier nichts betätigen? Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir können es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Wie sie immer redet, ne? Die hat so eine schrille Stimme. Gehen wir zurück? Nein. Benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regeln? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. Aha. Matt, bist du echt mit der zusammen? Das ist voll die Mega-Zicke. Oh, Moment. Was denn? Wo ist sie denn jetzt? Achso. Was macht sie denn? Ah. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Naja. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Und wie von Zauberhaft. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay, vorsichtig. Oh, sie ist klasse, echt. Okay. Na gut. Okay. Oh, gleich da. Gleich da. Sie ist echt nicht mein Fall, muss ich wirklich sagen. Ja. Das, gut, das kann ich mir echt vorstellen. Okay. Ich würde auch Panik kriegen. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Noch ist gar nichts vorbei. Was, wenn's nicht funktioniert? Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern.
Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Naja, hoffen wir erstmal, dass das Funkgerät funktioniert. Und dass uns der Typ nicht vorher erwischt. Oder da erwischt. Was auch immer. Warte. Oh, noch eins. Das Kühe? Glückstotem. Na, die Stelle kommt uns doch bekannt vor, oder? Pass auf, wohin du trittst, Em. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürmen. Ist das nicht die Klippe, wo, sag doch mal. Was ist jetzt los? Was ist das? Scheiße! Shit! Und ich sag Kühe. Oh, shit. Wie seid ihr denn drauf? Nein, nein, nein. Ich hab nicht vor, das hier zu wiederholen. Boah, so eine Wanne hätte ich auch gerne. Furchtbar. Leute? Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Okay. Oh Gott, stellt euch das mal vor, ey. Nochmal meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Tja, ich glaube, der möchte auch gar kein Weihnachtsgeschenk haben. Chris? Josh? Jetzt. Ups. Da ist ein Ballon. Oh Gott.
Ja. Allerdings. Herzinfarkt, ey. Chris? Mike? Emily? Alter. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Oh shit. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Weglaufen. Zumindest ist er nicht der Schnellste. Soll das ein Witz sein? Kein Türgriff? Ich hab keine Ahnung. Oh, Scheiße. Komm schon. Oh no. Mann. Oh Gott. Kannst du nicht schneller laufen? Wie war das denn noch mit dem schneller laufen? Ich hab's vergessen. Oh, das ist ja was für mich, Leute, ne? Tja,
Das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr seid ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Matt, was ist das? Keine Ahnung. Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Okay. Jetzt tun wir erstmal gar nichts. Ich beende nämlich jetzt hier den Part. Ich weiß nicht, was wäre denn besser gewesen, wenn ich mich versteckt hätte vor dem Typen, hätte er mich dann nicht gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Gut, egal. Ihr guckt mal, wie das weitergeht. Ich danke erstmal fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.